Hallo und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Fiesta Online. Ich bin's, der Black, immer noch mit Lilienblut, Elodior und Dark Knight und Vampir-Vivi in einer Gruppe, wobei die Vampir-Vivi uns jetzt verraten hat. Die will nicht mehr. Und deswegen machen wir einfach ohne weiter. Der hat bestimmt gleich DC. Siehst du? Ich wusste es doch. Ah, schlechte Internet, schlechte Internetverbindung, ich kenne das. So, hier unten ist noch eine zweite Vivi, die können wir uns mal versuchen, ob wir sie in Gruppe eingeladen bekommen. Komm mal rüber hier. Ja, ich habe sie mal markiert. Achso, ja, so eine Markierung könnte ich ja auch mal setzen. Habe ich irgendwo einen Pfeil? Irgendwo war. Ich glaube, den Skill habe ich gar nicht irgendwo in eine Leiste gepackt, weil. Ja. Will nicht benutzt. Wozu auch? Wenn man einzeln unterwegs ist, ist es schwierig, Leute zu markieren. Nicht unmöglich, aber schwierig. Die Frage ist es, ja, das heißt, nee, schwierig ist es auch nicht, aber notwendig ist es nicht. Das wollte ich eher sagen. Ich meine, wozu auch? Hey, Bolzen, markier mir mal den Mob. Ja, klar, Bolzen, mach ich. Danke, Stopp, Bolzen. Oben links. Markiere ich mal einen Mob. So. Könnt ihr ja mal gucken. Jetzt bin ich mal in Gruppe, jetzt könnte ich das ausprobieren. Ich hau so nebenbei in meine Tasten, so völlig sinnlos und wahllos und guck mal, wo ist denn hier, hier Fähigkeiten K. Da haben wir es doch. Dipper. Habe ich den doch, ach doch, da unten habe ich den tatsächlich in der Skill-Leiste. Haha. So, ja. Bitte, den hauen. Jetzt weißt du, wen wir hauen sollen. Endlich hat Darky die Sicherheit, dass wir auch den richtigen Mob hauen. Du mich auch. So. Komm mal her, mein Freund. Ist hinter mir jemand? Ja, so viel darf ich nicht rennen. Kommst du noch ein bisschen? Okay, es müsste jetzt reichen. So. Ansonsten hätten wir halt wieder zwei verhauen. Das würde auch gehen. Plopp. Jo. So. Ist ja nicht so, als hätten wir das nicht drauf. Wir sind doch ein gutes Intim. Team. Genau das. Wir sind ja gut Intim. Im und das. Team. Und das. Ja, diese Folge ist irgendwie, fängt schon wieder so wenig jugendfrei an wie die letzte. Und das alles nur wegen euch. Ich würde sowas nie sagen. Ich bin. Beweist mir das Gegenteil. Ohne meine Videos als Referenz zu verwenden. So, irgendjemand hat jetzt auch gerade Fiesta gestartet. Tolle Sache. Aber, ja, warum auch nicht? Allerdings sind wir hier Vampir-Vivis, müssen mich erstmal drum kümmern, aber ich glaube, ich hatte gerade die letzte gehauen von denen. Das heißt, wir müssten mal gucken, dass wir ein paar andere Webs hier kriegen. Ihr müsstet ja auch voll haben, ne? Vampir-Vivi. Ja. Gut. Die haben wir schon erledigt gehabt. Die hast du voll jetzt? Die haben wir voll. Nebel-Vivis fehlen noch 17. Und dann jede Menge Zombies und 2x2 Fragezeichen. Du, die Zombies haben wir auch noch nicht fertig. Ich würde sagen, wir nehmen die Schlange mal da mit, die Olle. Jo. Komm. Alles in eine Reihe, Schlange. Da gibt's ja das Lied von Eure Mütter, die Schlange vor dem Damenklo. Finde ich auch besonders cool. Weil teilweise ist es ja auch ein bisschen wahr. Ich kann das jetzt leider nicht nachsingen, weil ich den Text vergessen habe. Aber ich finde es cool. Müsst ihr euch mal unbedingt mal geben. Einfach auf YouTube reingeben. Eure Mütter, Schlange vor dem Damenklo. Jetzt sind sie unsicher, was sie antworten sollen. Aber es ist halt nur... Nein, nur konzentriert. Sagen sie hinterher alle. Ja, natürlich. Was soll man denn sonst sagen, Mensch? Da klaue ich ihnen ganz gerne mal die Tränke weg. Das ist aber böse. Na und? Ich krieg ja nachher noch 400. Wir beide wissen ja auch, wie schnell die bei dir verbraucht sind, ne? Ja, das stimmt. Weil ich, Selter oder Mineralwasser verbraucht sich nicht so schnell. Aber das Zeug ist halt verdammt süß. Schmeckt halt so gut, dann haust du einen nach dem anderen hinterher. Ja, schon klar, mit Himbeergeschmack. Genau. Oder Kirsch. Oder Erdbeer. Da ist dein nächstes Fragezeichen. Ich nehme mal an, du meinst den in der Mitte. Genau, wir holen uns aber erstmal den Nebel-Vivi her, würde ich sagen. Dann haben wir erstmal freien Weg. So. Wunderbar. Juhu! Und drauf.
Das können die auch mal hier, können wir machen mal so hier und so hier und so hier und so hier und dann das noch und dort und überhaupt und hast du nicht gesehen. Jetzt werden erstmal seine Einzelskills alle abgestaubt. Ja, ja, genau. So viele schöne Skills und so wenig Zeit. Oh, hinter dir? Lass sie wandern, lass sie wandern. Die wandern von allein? Ne, die wandern nicht. Dachte ich. Die hauen. Auf wen? Den erstmal. Edo ist tot. Oh, da Fug. Das ist nicht so schön. Halt durch! Wir retten dich! Irgendwie. Das wird nicht, sind zu viele. Oh. Laufen. Lauft, Forests! Lauft! Mal gucken, ob ich den hier so nebenbei wenigstens. Was? Toll. Die anderen, die laufen jetzt nicht weg, weil ich sie angehauen habe. Oh, das ist auch nicht so schön. Dann lauft noch schneller. Lauft schneller! Ich kann auch laufen. Ne. Okay, lauf doch nicht. Lauf doch nicht. Haut drauf, bevor ihr lauft, weil es ist ja eh fast geschafft. Dankeschön. Das macht mich das ist der nächste. Unverwundbar. Ja, sehr schön. Und ich glaube, jetzt kriegen wir die anderen beiden Typen auch noch weg. Wollte gerade sagen, habe ich jetzt keinen Inventarplatz mehr? Muss ich erstmal ein paar Karten öffnen, während wir hier kämpfen? Ich meine, du. Ja, das ist ja bei dir auch normal. Das stimmt. So, aber das macht ja nichts. Wir haben es doch gut im Griff. Und wäre Elo nicht geflogen, wäre es auch kein Problem gewesen. Das lag halt wirklich an der Internetverbindung. Sonst würde unser Team niemals sterben, niemals kapitulieren. Und nicht wirklich. Ja. Wir könnten alle Mobs mit einem Mal nehmen. Inklusive Karin. So. Ernsthaft? Natürlich. Ich bin doch dabei. Dann ist jetzt aber auch klar, warum sie gestorben ist und warum ihr so runtergegangen seid. Weil ich bin nur HK. HK, sie ist Wächter. Sie hat die stärkeren Heilung. Ja. Aber wir haben es ja hingekriegt. Es ist ja alles gut. So. Kann man hier drin eigentlich reiten oder Weiß ich gar nicht. Muss man probieren, ich glaube ja. Geht nicht. Müssen wir sie abholen dann, wenn sie denn wieder da ist? Weil sie wird ja sicher, wenn sie die C hatte und währenddessen gestorben ist, nicht hier vorne spawnen. Ja, ich glaube, sie hat gerade Probleme mit dem Internet. Sich wieder einzuloggen. Das Übliche. So, kriegst du den rausgezogen? Nee, wir hatten, ich glaube, wir hatten sie nochmal, wir hatten sie nochmal gerest. Das heißt, sie ist wieder aufgestanden. Es könnte sein, dass sie hier ist. Dann sollten wir mal in der Nähe bleiben. Wenn sie denn wieder reinkommt. Das müsste der letzte Fragezeichen sein, ne? Das könnte durchaus sein, ja. Also Fragezeichen ist es. Und wenn ich mitgezählt habe, müsste es auch hinhauen. Sehr schön. Dass uns der Wandertyp noch entgegenkam. Vollkommen freiwillig. Das, was jetzt vorkommt von ihm. Ja, genau. So nett sind nicht alle Leute. So. Okay. Boing. Und boing. Oh, guck mal, Elika spielt auch was. Arma 3. So ein Rotz. Soll lieber Fiesta spielen, muss ich gleich nochmal anschreiben. Das geht so nicht. Ist mit mir hier verheiratet und dann spielt sie Arma 3. Ja. Nee, natürlich darf jeder spielen, was er will. Solange ich, das bestimmen darf. Oder so. So. Ja, irgendwie so. Genau, ich öffne mal kurz eine Karte, weil wir sollten mal kurz warten. Ich weiß nicht, ob ihr Kontakt zu Elika habt, außerhalb von TS und so. Du meinst Elika, Elodia. Ist auch was mit I, ja. Passt schon. So, Feuerwigi. Ein magisches Wesen, das durch einen Zauber auf Hitze lebendig wurde. Ein Klumpen Feuer, deshalb bloß nicht angreifen. Das sagt er jetzt. Toll. So, eingeloggt ist sie schon mal wieder. Auf der registrierten sind mehr Sterne. Sehr schön. Wo steht sie? Wahrscheinlich außerhalb. Ja, dann. Ist anscheinend rausgeflogen. Dann werden wir uns mal in Richtung Tor begeben. Genau. Muss ja nicht sein, dass ich hier durchrennen muss. Das ist nicht nötig. Vortex Olaf hatte ich eingeloggt. Hat sich eingeloggt. Den habe ich offensichtlich auf FL, wann auch immer her, weil der Name sagt mir gerade gar nichts. Aber insofern, hallo Vortex, hallo Olaf. Wie auch immer du genannt werden willst. Hallo Blutschatten, wo ich mitten rein renne, weil du dich, Blödmann, hinter dem Dingens versteckt hast. Ja, Schutz der Natur. Ja, ja, ja. So, jetzt hau Daki. Oh, immer her damit. Ich kann damit um. Genau. Es ist halt immer wichtig, ne? Wenn er mir auf den Schädel haut, da gehen viel mehr Gehirnzellen kaputt.
Weil die, es sind halt viel mehr. Dafür habe ich aber eine dünnere Schädelwand als ein Krieger. Deswegen tut das halt auch mehr weh. Mhm. Ist voll die logische Erklärung. Deswegen sind halt Krieger auch nicht so schlau. Wollen wir den Dingens hier mitnehmen, die Nebelschlange? Wir müssen erstmal zum Eingang gehen. Na, zu spät. Ich kann sie ja mit so mitnehmen. Oder so. Da hinten ist die Brücke, warte, dann machen wir das so. Ich ziehe sie hinter mir her, ist kein Problem. Hier ist noch eine Vivi, die habe ich auch noch gleich mitgenommen. Die greife ich aber nicht an, mach nur Einzelschüsse auf das Hüppilein hier. Und Bomben. Und Giftschüsse. Und Stunts. So, der geht aber lang, der Stunt. Na komm, weiter geht's. Wo weiter? Ich guck gerade. Kann gerade nicht auf Karte gucken. Rechts rum. Rechts. Okay. So. Noch eine Bombe. Keine Mobs in der Nähe, die ich mit der AOE treffen könnte. Das ist die gute. Weiter geht's. Wahrscheinlich haben wir gleich noch eine zweite Nebelschlange am Popo. Sollte aber auch kein Problem sein. Ah ne, die hat sich extra rumgedreht. Nein, ich will nicht sehen, was meinem Leidensgenossen, meinem Artgenossen da passiert. Nein. Aber die Nebel, wie sieht das ein bisschen anders? Sogar alle beide. Drei. Okay. Aber wir sind gleich da. Elodia, wir kommen, dich zu retten. Fritzi hat sich den Titel Meisterverkäufer verdient. Herzlichen Glückwunsch, Fritzi. Nicht zu dem Titel, sondern zu dem Namen. Den finde ich cool. So. Also zu dem Titel natürlich auch. Da bin ich gar nicht so. So, aber erstmal die Nebelschlange, die uns hier so lange gefolgt ist. Wird ja jetzt mal Zeit hier. Guck, am Anfang, da kannst du mal drauf gehen. Bitteschön. Du kommst viel leichter wieder zurück. Du respawnst da hinten. Okay, Nebelschlange, eine von 15 haben wir. Und dann würde ich sagen. Ja, kleinen Moment, ich muss mal ganz kurz AFK, Augenblick. Okay. Ja, die Lilienblut. Wie ist eigentlich die Abkürzung für Lilienblut? Lilien. Lilien. Ich sag Lil. Das Lilien ist mir auch noch so lang. Ich hab's da mit einer einzigen Silbe. Wie Black. Na gut, bei dir habe ich sogar zwei Darky. Oh, du bist ja sowas von nett. Kürzen wir ab auf I. So, na gut. Zwei lasse ich gelten. Machen wir Lilly, Elo, natürlich. Darky und Blacky. Nee, Blacky klingt so niedlich. Ich bin voll brutal und gefährlich. Black. Ja, das bin ich. So. Ich würde mal sagen, ich weiß nicht, wie lange brauchst du. Nee, scheint schon wieder da zu sein. Sonst hätte ich gesagt, würde ich die Folge kurz unterbrechen. Oder ich hätte sie vielleicht gleich beendet. Es dauert nämlich nicht mehr lang. Aber 2 Sekunden haben wir noch. Ein Möpschen schaffen wir noch, denke ich. Ein Möpschen muss noch her. So ein Nebel-Vivi zum Beispiel. Komm mal her, ja. Du hast uns vorhin verhauen. Ich hau zurück. Lalalala. Ich stehe hier auf einer Brücke und tu den Nebel Vivi hauen. Ich stehe hier auf einer Brücke. Neben mir, da stehen die Frauen. Vorne ist der Darky. Der Darky, der hat auch mit drauf. Ich stehe hier auf einer Brücke. Die Nebel Vivi geht gleich drauf. Ach, das hat sich sogar halbwegs ganz vernünftig gereimt. Das war gar nicht mal schlecht. Ich kann's halt doch noch. Manchmal. So, okay, Nebel Vivi tot, Folge vorbei. Das heißt, wir machen einfach heute mal ein bisschen Pause, wie immer, wenn die Folge zu Ende ist. Lasst einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Ich sehe jetzt gerade erst, dass das Vieh hier auf dem Kopf sitzt, die Katze. Okay, lasst einen Daumen nach oben da, wenn euch die Katze gefällt. Bis zum nächsten Mal, bis denne und tschüss. Tschüssi.